Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal wieder von der Eiskönigin Kinderüberraschung ein Viererpaket aufmachen. Und wie es hier schon steht, Folien sammeln, unseren Sportpack. Das mache ich immer noch und deswegen werden wir die Folien auch sammeln. Aber wir machen jetzt erstmal die Eier auf. Zack. Zack. So. Und wir fangen mit Ei Nummer 1 an. Hier ist wieder so ein, ja, so ein Mahlteil, was man so ein Pinselaffe, sage ich mal. So sieht der aus. Hier oben mit dem Pinsel kann man den hier nass machen, Farbe eintunken und dann kann man hier malen. Gut, für den einen mag es gehen. Ich finde das ein bisschen, ja, nicht so prall. Ein anderer findet das vielleicht prall. Oh, ups. So, und wir machen das zweite Ei auf. Schauen wir mal, was wir hier haben. Aha. Wir haben also nichts. Ja, kein Wunder, dass wir nichts hören. Es ist ja auch hier so ein, ja, Stift hier, sage ich mal, was hier eingepackt ist, damit das nicht austrocknet. Kann man hier dann das Vorderteil abziehen. Wie ihr seht, damit könnt ihr dann malen. Ja, auch nicht schlecht, sage ich mal. Aber jetzt kommen wir endlich zu den Hauptfiguren. Und da bin ich jetzt mal schon gespannt, welche wir da haben. Oh, es klappert schon ein wenig. Es klappert und es klappert immer mehr. Yeah! Und wir haben den Olaf. So. Dazu könnt ihr euch hier die Geschichte durchlesen. Haltet das Video so lange an. Ja, und es werden immer mehr, die ich habe. Ich habe jetzt hier den. Ich habe den Elch. Ich habe den Christoph. Ich habe hier Anna als Klein. Und jetzt neuerdings habe ich den Olaf. Und somit fehlen mir nur noch diese drei hier. Und ich hoffe ja, dass ich die dann auch irgendwann mal bekomme. Cool. Ja, sieht richtig kernig aus. Kann man hier so ringen. Den kann man in alle Richtungen drehen. So, so gehört er eigentlich richtig hin. Gut. Prima. Das freut mich. Wieder eine Figur mehr in meiner Sammlung. So. Und jetzt machen wir das letzte Ei auf und schauen dort rein. Oh, es klappert auch ein wenig und es ist, ja, es ist der Christoph wieder. Ja, Christoph.
Ja, das ist aber nicht weiter schlimm, dass ich den doppelt habe. Der kann gerne getauscht werden. Also wer mit mir tauschen möchte, ihr wisst ja jetzt, welche Figuren ich schon habe. Ihr wisst also auch, welche Figuren ich jetzt noch brauche. Und wer möchte, kann gerne mit mir tauschen. So, zack. Da ist er jetzt hier auf dem Podest. Zack. Und so sieht er aus. Ja, und wenn ihr gleich noch dran bleibt, seht ihr die beiden, seht ihr die beiden Figuren hier nochmal auf dem Drehteller. Ja, und ich verabschiede mich aber jetzt schon mal von euch. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.